Windy Metal Brothers! Immer die gleiche Quatsch, der hier erzählt wird. So, ich hoffe mal, du schaffst das. Ja, durch das Mega Drain ist es eigentlich ganz gut klappen. Außer es würde stärker, der Angriff. Dann wäre es kacke. Heil mich relativ gut wieder. 2000 XP, Level 22, yay! Mein Bruder ist besser als ich. Welches musst du entscheiden? So, hier, Backpack. Gib mir da so eine Beere. Wir sind die Battle Brothers! Wir sind ganz Seite! Wir benutzen auch immer die gleiche Attacke von kleinen Pokémon. Die sind nämlich unkreativ. 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 Oh, sie hat's überlebt. Aber ich mal wurde vergiftet. Lass dich ein. Verletzen. Das hat weh. Würde ich mal sagen. Dankeschön. Tschüss. Keiner von euch ist besser. Ihr seid alle Kacke. Ihr wart alle Kacke. Durch die Bank weg. Alle Kacke. So, das war jetzt Raum 3, ne? Das habe ich die Hälfte schon fast geschafft hier. Annette. Hallo. Ziemlich urlaubsmäßig hier, ha? Die meisten meiner Familienmitglieder sind im Ballsaal. Ich hoffe, ich kann den weltberühmten Captain des Schiffs auch treffen. Ich persönlich möchte allerdings nur die Gelegenheit nutzen, um zu entspannen. Ich habe sogar ein Mimen als Room Service angefordert, um hier aufzuräumen. Ach, ein Mr. Mime ist ein Pokémon, ne? Man kann sie zu Haushaltshilfen umtrainieren. Du weißt, aufgrund ihrer Mimik-Fähigkeit. Diese Pantomim... Ist das Pantomis? Keine Ahnung. Mach mir Angst. Ich habe Angst vor Clowns. Ja, okay, erstmal katschen. Wusstest du, dass Super Smash Bros. Pokémon beinhaltet? Ich habe sogar mein Line-Up nach dem Spiel bei Super Smash Bros. 64 umgebaut. Schöne Hits. Double Slap. War noch nur ein Double Slap. Er wird Fury Attacked. Was? Nee, Fury Attack trifft nicht. Du hast einen großen Rosenball vor dir, B-Boy. Du sollst mal die Fury Attack treffen. Jetzt Fury Attack nochmal richtig. Endlich. Geht doch. 1900 XP. Fury Attack? Das ist wenig effektiv bisher, Fury Attack. Elektroattacke.
Paralysiert. Pursuit. Ah, ich dachte, ich überlebe das noch. Shit. Hier, Beauty. Du bist dran. Mega Drain. Critical Hit. Das war aber nicht so viel. Poisoned. Level 23, whoop whoop. It's the sound of the police, whoop whoop. Ah, ja gut, aber du kannst mich niemals in Super Smash Bros. Besiegen. Ich finde vielleicht nichts nieder Pokémon-Trainer, aber ich liebe den Super Smash Bros. Kampfstil einfach viel mehr als den typischen Pokémon-Kampf. Sprich, du willst, dass sich die Pokémon richtig auf die Fresse geben. Richtig. Ins Gesicht mit der Faust. Das willst du. Geil. Youngster Steve. Guck, guck. Das Mädel da drüben hört nicht auf, an mich anzustarren. Dann geh doch hin und frag sie. Pursuit. Ich kann auch Fury attacken. Ich hab das Gefühl, meine ist ein bisschen stärker als deine. Dude. Nur so ein Gefühl. Level 22, yay. Ob ich da stärker bin, bin ich nicht so sicher. Ja, es geht noch. Mal, wie oft das hittet. Pokémon. Gift ist, glaube ich, wie tief gegen Pflanze, oder? Boden? Aua. Intensität! Intensität 8. Sehr effektiv. 1300 XP, 1400 XP. Jawoll, und 300 Pokémon-Dollar. Guter Kampf. Du bist ein respektabler Trainer. Du kannst mich niemals dazu bewegen, zuzugeben, dass das Mädel da drüben besser ist als ich. Muss ja nicht. Das ist okay für mich. Bing, 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 bing. Der Typ da drüben hört nicht auf, mich anzustarren. Los, lass uns kämpfen. Vielleicht, wenn er sieht, dass ich dich besiege, würde er zu viel Angst haben, um mich weiter anzugucken. Als ob er mich herausfordern wollte. Ihr macht einen Challenge-Wettbewerb und keiner von euch beiden weiß es. Achso. Hätte ich eigentlich auch denken können bei dem gerade eben, was das jetzt, was hier jetzt mit Pokémon kommt. Ich glaube, das wird nicht effektiv sein, oder? Ja. Hey, whoop. Muss doch wieder Sandan. Nein, selbst nicht. Aua! Spann dich mal. Misses. Dick. Super effektiv. 500, 500. Sandkorb! Aua! Aua! Spann dich! Hier haben wir noch ein bisschen zur Seite, ne? Wenn wir noch kurz im Kampf sehen. Was soll der... Der soll Schlitzer lernen. Schlitzer war eigentlich immer ganz cool. Überlegt er sich gerade, ob ich dafür Intensität vergessen habe, weil er nicht zuverlässig ist. Ja.
Ja, ich denke schon. Ich habe noch zwei Bodenattacken. Lass doch Slash gerade. Bisschen buggy, oder? Ja, komm, jetzt lernen wir Slash, indem wir Slash vergessen. Und wir haben Slash gelernt. Hätte jemand ja gar nicht erwartet. Guter Kampf. Ich wette, du bist stärker als der Typ, aber ich werde. Wie auch immer, wenn ich dich nicht besiegen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass er es auch nicht kann. Okay. Das ist mir Wurst. Ob ihr euch mögt oder nicht, ist mir egal. Macht das unter euch aus. Pokémaniac! Ich bin hierher gekommen, um zu entspannen und die Faszination über Nicola und Shane zu verstehen. Wer ist denn Nicola und Shane? Fehlt mir irgendwas. Irgendwann hat gefailt. Ist. Quick Attack. Natürlich, du Scheißvieh. Ich beiß hier einfach nochmal. Nur wie noch Zuckhieb. Eat me. 23 XP. Level 24. Blubstahl. Jupp. 1629. Ah, die Brüderliebe. Ja, geh weg, ich spiele Pokémon Colosseum. Naja, ich wünschte, Leuten, Search wäre so schlagbar und handelbar in Realität. Tja. Okay, das ging relativ gut, deswegen können wir den nächsten Raum noch mitmachen. Fischer Mike, du bist doch mal was. Mein Beauty. Meine Pokémon helfen mir, die richtig großen Fänge an Land zu holen. Warum ist das denn ein Mashok? Das ist doch kacke. Mega Drain. Ich hab noch eine gesteigerte Form davon. Level 24. Noch ein Mega Drain. Lass mich dich leer schlürfen. Ja, das ist stärker. Psycho? Psycho war gegen Kampf. Gut, ne? Natu! Stored Power! Und tot! Und nur 1000 XP. 28. Stored Power! Wish. Nope. Die können mir allerdings nicht helfen beim Besiegtwerden. Wunschtraum heißt auf Deutsch. Wenn in der nächsten Runde erhält das ausführende Pokémon 5% der maximalen KP zurück. Das Pokémon kann zwischenzeitlich ausgetauscht werden. So wird das eingetauschte Pokémon vom Wunschtraum geheilt. Eigentlich soll man im Verlauf der Runde nicht besiegt werden. Wunschtraum heilt immer um 50% der maximalen KP des Pokémons, das die Attacke eingesetzt hat. Ja, ich würde mal sagen, Nightshade. Tschüssi. Irgendwie buggt das. Wenn ich zwei Level krieg. So. Komm später zurück. Wir werden in der Zwischenzeit trainieren. Okay. So, was ist denn hier? Ah, die Küche. Dr. Neumann. Es ist sehr düster. Der Captain ist sehr krank. Expanding. Und es ist schlecht für die Voraussicht, dass dieses Schiff auslaufen wird. Was ist das Problem mit dem Captain? Versprichst du mir, dass deine Lippen geschlossen bleiben im Vergleich zu den anderen Passagieren? Ich möchte nicht, dass irgendwelche Probleme auftreten. Aber wenn das bekannt wird, könnte es halt einfach passieren.
Versprichst du es? Sehr gut. Ich hoffe, du meinst es ehrlich. Mein Hauptmitarbeiter, der in seinem Büro war, hat ihn diagnostiziert mit einer Vergiftung. Das ist nicht sofort tödlich, aber es kann in einen sehr schwierigen Status kommen, wenn er nicht sofort behandelt wird. Das Auslaufen muss also verschoben werden, bis er geheilt wurde. Wir können allerdings die anderen Passagiere... wenn vermeidbar, würden wir die Passagiere der Rebellion nicht in Kenntnis setzen wollen. Allerdings ist es ein lang erwarteter Ausflug und würde zu einem Aufruhr führen, falls er einfach abgesagt wird. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich helfen kann? Hast du eine Pitcherberry? Ja, natürlich. Exzellent. Ich bin kein lizenzierter Pharmazeut, aber es gibt einen an Bord auf dem zweiten Deck. Nimm diese Pitcherberry zu dem Pharmazeuten zum zweiten Etage und er kann einen giftheilenden Trank daraus machen. Erzähl ihm den groben Verlauf der Geschichte. Und sage ihm, er soll davon nichts weiter sagen. Ich vertraue ihm genug, dass er seinen Mund halten wird. Da es im besten Interesse von allen an Bord ist. Okay.